Hallo Quentin, sollen wir an die Wasserstelle gehen? Natürlich können wir, aber davor muss ich noch. Leute! Peppermint erschreckt mich doch nicht so. Was ist los? Wir waren jetzt schon einen Monat nicht bei den Fabelwesen. Sollen wir sie mal wieder besuchen gehen? Eine viel bessere Idee. Ich bin dabei. Die Wasserquelle kann ja noch warten. Geht ihr beide. Ich habe jetzt aber nicht so Lust. Viel Spaß. Ich dachte, er würde sich selber freuen. Ach komm, lass ihn. Wir gehen jetzt beide zu ihm, okay? Mega gerne. Und sie tun es wirklich. Hi, wir sind wieder. Ach, lang nicht mehr gesehen. Aber tut mir leid, die Einhörner sind hier nicht mehr. Wie? Sie waren doch hier. Waren. Tut mir leid, sie sind weitergegangen. Und dich lassen sie einfach im Stich? Oh nein, auf keinen Fall. Ich weiß, wo sie sind. Aber ich muss hier Wache halten. Diese Wiese ist nämlich sehr kostbar. Bitte führ uns zu ihnen. Wir haben sie so lange nicht mehr gesehen. Ich weiß ja nicht. Aber ich könnte sie ja mal fragen. Hey, nicht auf die Wiese gehen. Doch, ist voll cool hier. Sag mal, kommt mir das nur so vor oder hat sich die Wiese verändert? Nein, sie hat sich wirklich verändert. Sie meinen, dass ihr kommen könnt. Dann folgt mir. Hallo, lang nicht mehr gesehen. Wie geht's so? So redet man nicht mit Königen. Ach, ist schon okay. Uns geht's gut. Und euch? Sehr gut, danke. Na, da sieht man sich ja wieder. Ja, hallo. Komm mal mit, ich zeig dir mal was ganz Tolles hinten. Okay, und was? Da hinten gibt's eine riesen Wasserquelle. Sie ist wirklich magisch. Ist das die Einhornquelle? Oh mein Gott, na dann los. Deine Freundin scheint mir gut zu gefallen. Schade nur, dass es nicht meine Freundin ist. Komm doch mal ein bisschen näher. Okay, ist das nah genug? Ja, sehr nah. Entschuldigung, ich wollte nicht so nah an Ihre Frau. Alles okay. Kommst du mal mit nach hinten? Ja, klar. Möchtest du unser Reich besser kennenlernen? Definitiv. Oh, Gott sei so ein Schleimer. Okay, ich hole dich dann in circa 15 Minuten hier wieder ab. Ich muss mich kurz vorbereiten. Okay. Aha, wo hast du es denn jetzt so eilig hin? Ach, ich wollte mich nur hier noch ein bisschen umgucken. Hier sieht's echt schön aus. Wenn du es mit Ironie meinst, dann kannst du direkt verschwinden, aber ganz schnell. Du hast irgendwas gegen mich, oder? Ich möchte nichts von deiner Frau, wirklich. Mich interessiert es nicht. Ich bin der Einhornkönig. Und ich bestimme, wer hier hin darf. Aber wir durften doch hier hinkommen. Ja, aber langsam wird's ein bisschen blöd, oder? Nein, finde ich gar nicht. Hey Schatz, hast du Peppermint gesehen? Ach, Peppermint, wer war das nochmal? Was hast du angestellt? Ich kann's mir ja schon denken. Ich laufe da jetzt sofort hin und befreie ihn. Sag mal, was läuft eigentlich zwischen euch? Ist das jetzt dein Ernst? Du glaubst jetzt nicht wirklich, dass zwischen uns was läuft, oder? Du weißt ganz genau, dass ich nur Gefühle für dich habe. Und das reicht doch, oder? Mann, was habe ich nur getan? Ich habe sowas noch nie getan. Oh. Hallo, tut mir leid, dass ich geschlafen habe. Psst. Hä? Hast du mich hier nach unten gezaubert? Bisschen Magie, dies, das, ja. Okay, dann kann es ja losgehen, oder? Definitiv. Komm mit. Warte, ich. Geh schon. Alles okay. Okay. Und, wie hat sie dir gefallen? Sehr gut. Die Einhornquelle ist wirklich sehr schön. Übrigens, du hast bestimmt noch nicht von diesem Gras hier probiert, oder? Nein, habe ich noch nicht. Warum? Tu es einfach mal. Tu es lieber nicht. Ach, das kann auch nicht so schlimm sein. Ist es auch nicht. Und was wollen wir jetzt als nächstes tun, Schatz? Ich habe sie gewarnt.
Oh nein. Hör zu, du bist ein bisschen aufdringlich. Das wollte ich eigentlich nicht. Warum zu aufdringlich? Ich will doch nur 26 Rosen. Ach, dann komm mit. Komm näher, dann siehst du's. Du kannst die Augen schon aufmachen. Okay. Und? Es ist ein sehr schöner Ort, oder? Oh ja, ich möchte hier leben. Für immer und ewig mit euch allen. Tut mir leid, das geht aber trotzdem nicht. Du bist schließlich nur ein Pferd. Du würdest hier nicht wirklich überleben können. Ich weiß, aber es ist wirklich so schön hier. Na los, schau dich um. Und lern alle kennen. Im nächsten Teil werdet ihr sehen, was Peppermint hier erwarten wird. Und wer hier alles noch mitwohnt.